2024 gibt es kein Main-Event mehr, aber so, hi ihr Lieben, und zwar heute habe ich eine schöne Ankündigung. Es ist zwar so, dass es tatsächlich diesmal nicht mehr ein Main-Event im Sommer in der Form geben wird, aber das Ganze hat sich ein bisschen entwickelt und ein paar Sachen haben sich eben geändert und deswegen heute das Video hier und dann bin ich schon gespannt. Ich freue mich auf jeden Fall mega, wenn du mit dabei bist. Aber jetzt hör dir erstmal an, was es so geben wird und wie das Ganze den Sommer oder den Sommer 2024 ausschauen wird. Und zwar hast du vielleicht die letzten Jahre schon mitbekommen, dass wir die letzten 3 Jahre das Main Event gemacht haben. Das Main Event war eben direkt am Main und hat sich so langsam entwickelt. Am Anfang war es erst ein Tag, das Jahr drauf haben wir 2 Tage gemacht und dann kam jetzt letztes Jahr nochmal dritte Tag mit dazu, mit Potluck auch. Und ja, es war immer super schönes Wochenende, super schön mit den Menschen. Am Anfang waren es 50, 60 Leute, letztes Jahr waren es schon so 150 Leute, 160. Und ja, deswegen wollten wir es dieses Jahr auch begrenzen. Und es haben sich aber 3 Dinge geändert und deswegen gibt es nämlich auch einen anderen Namen. So, das ist auch eine von den 3 Dingen, die sich geändert haben. Das zweite, was sich geändert hat, ist der Ort. Und das dritte ist das Essen. Das ist ein bisschen anders, kann ich gleich darauf eingehen. Und zwar, vielleicht mal zum Ersten. So, wir haben es dieses Jahr Wandel Pur Festival genannt. So einmal vom Namen her, manchmal gab es Verwechslungen mit Main Event, manche dachten auf Englisch, Main Event und so weiter. Und da wollten wir was Aussagekräftigeres, was Passenderes. Und genau, Festival ist es eben jetzt auch geworden. Am Anfang war es nur ein Tag. Jetzt ist das ganze Wochenende und deswegen dieses Jahr Wandel Pur Festival. Und das Ganze eben auch, weil der Ort auch nochmal diesmal anders ist. Super schöner Ort. Ich glaube, der Ort wird dem einen oder anderen noch mehr zusagen. Also ich fand den Ort das letzte Mal auch so super schön. Aber das letzte Mal ist mal ein bisschen doof. Wir haben direkt an dem Ort kein Wasser und Strom. Ist ein bisschen entfernt. 400, 500 Meter waren die Toiletten entfernt. Und diesmal haben wir alles an einem Platz. Und der Ort wird diesmal in Gemünden am Main sein. Und zwar auf der Saaleinsel. Also wir sind wirklich auf einer Insel diesmal, komplett, ist ein Campingplatz, wo wir sind. Da haben wir die Spitze komplett für uns, da sind wir unter uns und da wird es wirklich an einem Ort komplett die Vorträge, Essensstände und so weiter geben und Workshops. Und ja, das steht eben dieses Jahr auch wieder auf Programm. Also wir wollten auch gucken, dass man da noch mehr in die Verbindung geht. Das war schon super schön letztes Jahr, aber da auch noch mehr ja, in der Gruppe einfach machen. Dann Workshops eben wieder, Yoga, Vorträge, alles rund um ganzheitliche Gesundheit, bewussteres Leben. Ja, wie du es reinbringen kannst. Maria von Maraw Food ist wieder dabei. Sie wollten Workshop was Entsaften machen. Ja, wie man frische, vitale Säfte zubereitet. Und ja, es wird noch vieles mehr auf Programm stehen. Das Programm werden wir nach und nach noch auf die Webseite packen. Ihr werdet auch den Link unten drunter jetzt schon finden. Und da könnt ihr euch am besten auch jetzt schon direkt ein Ticket sichern. Also wir haben es nämlich auch begrenzt auf 200 Teilnehmer. So, wir haben nur einen begrenzten Platz auf dem Campingplatz. Und genauso ist es so, wenn du wirklich einen Zeltplatz auch auf dem Campingplatz möchtest, dann solltest du auch direkt buchen, dann kannst du den auch sichern. So, es ist Hauptsaison zu der Zeit. Und es gibt nur eine begrenzte Zahl dann eben an Plätzen und dementsprechend können wir besser planen und du hast deinen Platz halt wirklich sicher. Und jetzt gibt es auch noch Frühbucher-Ticket. Findest du aber auch alles auf der Webseite, so die ganzen Ticketoptionen und so weiter. Und auch Fragen, also schau da gerne erstmal noch auf die Webseite, schreibe auch gerne hier nochmal, schreib mir persönlich, wenn noch irgendwelche Fragen sind. Genau, aber schau auch auf der Webseite, es gibt super Bilder von den letzten Jahren, es war wirklich super schöne Zeit immer. Ich bin auch dieses Mal wirklich mega gespannt, vor allem weil es eine Insel ist, so die Spitze. Also das ist nämlich der zweite Punkt, wo anders ist, außer der Name, der Ort eben. Und Gemünden am Main, Saaleinsel, der Campingplatz und bei der Spitze, oben ist die Saale, hier die Mühlbach, unten ist der Main von 3 Flüssen umgeben und Gewässern und ja. Da sind wir komplett oben an der Spitze, da mündet sich das Wasser und fließt an uns vorbei. Und ja, da kann man auch baden, also super schön von der Atmosphäre her, noch mehr in der Natur. Und bin da sehr gespannt drauf, können da wieder ja, Musik, Lagerfeuer machen. Und ja, wird mit Sicherheit wieder eine sehr geniale Zeit. Also das waren schon mal die 2 Sachen, die anders sind, Name, Ort. Und dann haben wir jetzt noch eine 3. Sache. Sonst hatten wir immer Buffet gemacht.
Essensbuffet, roh vegan, vitales Buffet, pflanzlich. Und diesmal machen wir es aber mit Essensständen. So, dann kann sich jeder zu jeder Zeit was zu essen holen. Und genau, das ist nochmal entspannt. Ihr könnt auch auswählen, ja, was wollt ihr jetzt? Habt da eine bunte Auswahl. Es wird auf jeden Fall 3, 4 verschiedene Essensstände geben. Wir wollten auch schauen, dass es einen Stand gibt mit frischem Obst vom Bauern und einen Stand mit Säften, so dass ihr euch Säfte, Obst holen könnt und dann ja frische, leckere Sachen, Kuchen in die Richtung, süße, rohköstliche, pflanzliche Vitalkost und dann noch gleichzeitig ja was Deftiges, Salate und so weiter, gedörrte Sachen, ja, Falafel oder ähnliches. Da wird es auf jeden Fall eine bunte Auswahl geben. Wie gesagt, dann könnt ihr euch an den Essensständen immer direkt einfach was zu essen kaufen. Und einen Wasserstand wollten wir auch schauen, dass es den gibt, wo ihr euch dann Wasser holen könnt oder eure Flasche auffüllen könnt. Genau, also bringt da am besten eine Flasche auch mit. Oder ja, auch eine Decke, Badehose gerne mit einpacken. Und ja, das ist eigentlich mal so grob, was anders ist im Gegensatz zu letzten Jahr. Also der Ort. Und vom Essen her und eben der Name. Aber ansonsten, so wird das Ganze in eine ähnliche Richtung gehen. Einfach nochmal schöner, dieses Gemeinschaftsgefühl, wo wir aufbauen wollten. Und ja, einfach nochmal vom Ort her, mit dieser Spitze von der Insel, kann jeder schön zusammenkommen. Letztes Jahr war es ein bisschen entzerrt, dadurch, dass es geregnet hat. Super unwahrscheinlich zu der Zeit. Genau, falls es regnet, haben wir aber auch vorgesorgt. Es wird Zelt geben, großes Pavillon, wo auch alle drunter können. Und genau. Ansonsten, Ort steht alles auf der Website. Ihr könnt euch da schon ein Ticket holen. Kinder, Jugendliche, Familien, alles herzlich willkommen. Ansonsten, ich glaube, es gibt erstmal gar nicht viel zu sagen. Ich wollte auch nochmal mit Marco und Fine, wir organisieren das wieder zu dritt. Marco und Fine haben das letzte Mal auch mit organisiert, war super schön. Verdankbar, dass die beiden es mitmachen und ja, bringen da super viel rein. Und wir werden auch nochmal ein Video wahrscheinlich zu dritt machen. Und wenn ihr nochmal Fragen habt, dann schreibt auch gerne, kommentiert unten drunter oder schreibt doch mal, wie es letztes Jahr war. Genau. Und wenn ihr das ganze Festival auch unterstützen möchtet, so, weil das ist was, wo jetzt, ne, die ersten Jahre haben wir immer Minus damit gemacht. Auch letztes Jahr haben wir vielleicht gerade so einen Mindestlohn rausbekommen, wenn ihr es unterstützen wollt. Es gibt auch ein Unterstützerticket beim Event, wo ihr kaufen könnt. Und genau. Ansonsten könnt ihr das auch gerne immer in Social Media teilen oder sonst wo. Freuen wir uns immer drüber. Und genau, aber ich bin sehr gespannt. Und wie gesagt, diesmal auf 200 Leute, aber begrenzt. Deswegen, ja, holt euch direkt einen Platz. 100 Tickets maximal als Frühbucher-Tickets. Und genau, auch vom Campingplatz her, dass ihr euren Platz sicher habt. Steht alles auf der Webseite. Könnt ihr dann extra nochmal eine Mail schreiben, dann mit dem Betreff Wandelpur Festival. Und dann habt ihr da einen Platz auf der Wiese, wo alle vom Festival sind. Auf der Zeltwiese. Genau. Ja, ansonsten, dann freue ich mich mega auf dich. Freue mich, wenn du mit dabei bist. Und ja, man braucht die Anreise auch nicht scheuen. Letztes Jahr, das ist auch immer super schön zu sehen, also es waren Leute aus Luxemburg, aus Schweiz, Österreich. Hamburg ist ja auch ein Stück von hier. Ja, überall aus Deutschland und andere Länder sogar. Super schön zu sehen und was da immer zusammenkommt. Und letztes Jahr, wie gesagt, war eine super schöne Zeit. Waren da, wie gesagt, so 150, 160 Leute. Und ist noch ein schöner familiärer Rahmen auch. Und ja, wo man einfach schöne Begegnungen haben kann, da wirklich ein bisschen tiefer gehen kann und auch in Workshops. Und ja. Bin auf jeden Fall sehr gespannt drauf. Wie gesagt, unten drunter Webseite, alles verlinkt. Könnt ihr euch direkt ein Ticket sichern. Und dann sehen wir uns da. Und dir erstmal noch einen wunderschönen Tag. Und bis dann. Ciao.